Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen 16. Mai 2023, genau 19.41 Uhr abends, vor genau 41 Minuten, genau jetzt, also genau jetzt vor 41 Minuten ist Return of Rome erschienen, der neue DLC von Age of Empires 2. Ich habe mir es natürlich gleich direkt runtergesaugt. Und sitze jetzt hier, um das nächste Kapitel der Age of Empires aufzumachen. Age of Empires 2, wie gesagt, oder habe ich schon mehrfach in vergangenen Projekten und Parts erwähnt, ebenfalls ein Spiel meiner Kindheit. Den ersten Teil habe ich ein bisschen früher gespielt, aber Age of Empires 2 nichtsdestoweniger. Auch haben wir auf unserem Kanal jetzt noch nicht so wirklich gebracht und der neue DLC ist, finde ich, der perfekte Einstieg, um ein bisschen Age of Empires 2 zu machen, und natürlich habe ich Age of Empires 1 dazu auch gleich mitgebracht, ne? Was machen wir, was haben wir heute vor? Wir werden die Kampagnen spielen, drei neue Kampagnen. Ich bin vorsichtig gespannt und gehypt auf alle drei. Aber so als alter Römer-Fan, die Erweiterungen von Rise of Rome haben wir ja bei uns in den Playlists schon gespielt. Als alter Römer-Fan würde ich dazu tendieren, Trajan als erstes die Hand zu schütteln. Pyrrhos von Epirus klingt ebenfalls sehr stark. Und Sargon von Akkad ist sicher auch eine nette Kampagne. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich von Sargon jetzt irgendwie nicht so das ganz große Interesse oder auch nur das ganz große Wissen habe. Man merkt den Zeitsprung auf jeden Fall. 24. bis 23. Jahrhundert vor Christus. 301 bis 275 vor Christus, und bei Trajan sind wir immerhin 89 bis 117. Jo. Marcus Ulpius Trajanus stieg in den Rängen der Legionen auf, während die Tyrannei von Kaiser Domitian den Ruhm des Römischen Reiches beschmutzte. Als das Schicksal ihn als Kaiser Trajan auf den Thron beförderte, erbt er ein Reich, das am Rande der Katastrophe steht. Werden Einfallsreichtum, Tugend und militärische Stärke ausreichen, um Rom zu retten und es zu seinem historischen Höhepunkt zu führen? Oder wird das Römische Reich 4 Jahrhunderte vor seiner Zeit untergehen? In dieser Kampagne spielen sie als die Römer. Nummer 1, Legate und Legionen. Scheinbar starten wir in Gallien. Jo, Kaiser Trajan, was ich noch auswendig im Kopf habe, der römische Kaiser, unter dem das Römische Reich seine größte Ausdehnung erreicht hat, und zwar irgendwo bis hier rüber. Jo. Stichwort Schwierigkeitsgrad. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Age of Empires 2 Pro. Age of Empires 1 bedingt. Die Age of Empires 1 Kampagnen habe ich immer auf Standard gespielt. Nur hatte die Age of Empires 1 Definitive Edition 5 Schwierigkeitsgrade, nicht 3. Einfach, dass man nicht am leichtesten herumgurken. Ich würde mal sagen, wir starten mal auf Mittel. Falls es eine auf die Fresse, falls es eins ins Gefries gibt, kann man da ja noch immer etwas drehen. Gut, Mission Nummer 1, Legate und Legionen. Los geht's! Mein Großvater erzählte mir einmal vom Zeitalter des Augustus, des Kaisers, der Rom als Lehmziegelstadt vorfand und als marmorne Stadt. Das Imperium von Augustus, das er mit Tugend und Besonnenheit führte, stieß an neue Grenzen. Ein riesiges Netz von Städten, das sich über das Mittelmeer und darüber hinaus erstreckte. Um seinen Wohlstand und sein Glück wurde das Reich in einer ansonsten rauen und grausamen Welt beneidet. 7 Jahrzehnte, 10 Kaiser und unzählige Bürgerkriege später ist dieses goldene Zeitalter eine Ferne. Konstellation, die einst die Welt erhellte, wurde von Korruption getrübt und ist heute kaum mehr als ein falsches Sternzeichen. Dennoch gibt es jene unter uns, die immer noch an Rom glauben.
In meiner Jugend trat ich als Legionär in die Fußstapfen meines Vaters und Großvaters. 20 Jahre später bin ich Marcus Ulpius Traianus, Befehlshaber der 7. Legion und ein Veteran der nördlichen Kriege Kaiser Domitians. Die Aristokraten des Senats verachten Domitian für seinen Unwillen, sich ihren Launen zu beugen. Aber er behandelt seine Legionen gut. Jetzt fordert er uns auf, die Rebellion eines gewissen Saturninus niederzuschlagen, eines Provinzstatthalters, der sich selbst als Imperator betrachtet. Ich habe zeitlebens gedient und weiß nur zu gut, dass das Blut der Soldaten die Währung der Machtspiele reicher Männer ist. Aber wenn Rom ruft, muss ich folgen. Ich werde nach Norden marschieren, um diesen Bürgerkrieg zu beenden, ehe er richtig begonnen hat. Alles klar, Saturninus. Besiegen Sie die Rebellenräuber oder Saturninus. Domitian darf nicht besiegt werden. Trajan ist auf die Bronzezeit und eine Bevölkerungsgrenze von 50 beschränkt. Soweit so Age of Empires 1 klassisch. Römische Türme sind billig. Benutzen Sie diese, um gegen frühe Angriffe zu stärken. Haben Sie wunderbar und richtig aus Age of Empires 1 übernommen. Ich glaube, da haben die römischen Türme 90 Stein gekostet, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Sie müssen einen der beiden Gegner besiegen. Vergessen Sie nicht Domitian, besonders auf hoher Schwierigkeit, wieder Hilfe benötigen, um Saturninus aufzuhalten. Schicken Sie Truppen, um die römischen Legionen zu rekrutieren, die auf der Karte verstreut sind. Sie erhöhen nicht nur die Zahl ihrer Truppen, sondern versorgen auch Domitian mit dringend benötigten Weiterentwicklungen. Was auch immer das genau heißt, aber die sind vermutlich neutral. Speer. Trajan kontrolliert ein kleines Lager und eine bescheidene Streitmacht, die bereit ist, den Kaiser zu unterstützen und die Räuber auszuschalten, die über das Land verstreut sind. Kaiser Domitian kontrolliert die nordwestliche Region der Karte. Da oben irgendwo. Mit einer Armee von Schwertkämpfern und Bogenschützen. Mehrere römische Legionen sind über die Karte verstreut und warten auf die Ankunft von Trajans Boten. Okay, vermutlich kriegt man dann Truppen. Der Provinzstatthalter Saturninus führt den Rebellenaufstand aus seinen Befestigungen im Nordosten an. Er wird Domitian gnadenlos mit Infanterietruppen und berittenen Einheiten angreifen. Saturninus hat Rebellenräuber entsandt, um Vorräte oder Verstärkungen für Domitian abzufangen. Diese Axtkämpfer, Schleuderer und Streitwagen sind zahlreich und weit verstreut, aber weniger gut ausgestattet. Okay, alles klar. Verrat und Wahnsinn bedrohen Rom. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr die Stadt retten werdet, Trajan? Ja, das kannst du. Diese Länder sind überschwemmt von Rebellen, Abschaum. Befreit sie davon und sammelt die nahegelegenen Legionen, um diesen Verräter zu vernichten. Ja, das werden wir. Ich muss vorausschicken, wir spielen da eher Age of Empires 1 als Age of Empires 2, aber ich bin alles andere als ein Pro-Spieler, wenn wir jetzt einmal von Age of Empires 2 nur reden. Sprich da von mir bitte kein... vollstes... naja... Pro-Gaming zu erwarten. Rebellenräuber. Kaiser Domitian, du bist das. In Ordnung. Da ist das Saturninus. Oder? Ja. Alles klar. Gut. Bitte mal was zum Erkunden. Ein bisschen erkunden. Ich muss sagen, nachdem die letzte Römerkampagne, die Feinde Roms Kampagne in der Age of Empires 1 Definitive Edition, die hat bei uns extrem geil funktioniert. Danke nochmal an dieser Stelle für viele unerwartete Klicks. Ich habe dann eigentlich überlegt oder mir
vorgenommen. So was wie Berries gibt es da nicht scheinbar, ne? Ich hab da dann überlegt oder mir vorgenommen, eben Age of Empires 2 mal anzugreifen. Und hab dann ein bisschen nachgelesen, was so der momentane Stand von den Kampagnen her ist. Ich werde angegriffen! Schickt Hilfe, um diese Attacke abzuwehren! Schnell! Ja, ja. Vielleicht können wir mal schauen, was sich da tut, wenn wir da mal Leute hinschicken. Genau, und bin dann überhaupt erst drauf gekommen, dass dieser DLC letztes Jahr angekündigt worden ist. Okay, da kennt man gleich durch. War davon relativ überrascht von dem Projekt. Der Kaiser hat uns immer gut behandelt. Wir werden ihn jetzt nicht im Stich lassen. Naja. Wir kriegen einfach die Truppen, die hier stehen. Diese Verstärkung wurde dringend benötigt. Okay. Okay, er hat vielleicht noch ein kleines bisschen Zeit. Aber wir könnten uns trotzdem schon mal Steine snacken. Aber über kurz oder lang bin ich auf jeden Fall einer der weiteren oder überhaupt an einer der Standard Age of Empires 2 Kampagnen auch interessiert. Wird es mittelfristig, längerfristig, was auch immer, auf jeden Fall auch bei unserem Kanal zu sehen geben. Genau, laut den Nahkämpfer. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Kampagnen, die mich interessieren. Mit Age of Empires 2 bin ich als Kind ebenfalls aufgewachsen. Das ist ebenfalls also ein Spiel meiner Kindheit, wie gesagt. Ah, wir hätten schon ein Speer gehabt, okay. Mhm. Wobei ich aber gestehen muss, ich habe über die ganzen Nullerjahre und Zehnerjahre, also bevor die Definitive Edition von Age of Empires 2 erschienen ist, nicht mitbekommen, dass da immer wieder und am laufenden Band alle paar Jahre mal Erweiterungen erschienen sind. So, du gehst einmal langsam nach Norden. Und wieder mal ein paar vorsichtige Türmchen aufbauen. Wir brauchen aber vermutlich ohnehin einen Kornspeicher, ne? Stichwort Abwehrtürme. Ein und ein verrückter Domitian. Ich bin hier, um eure ungerechte Herrschaft zu beenden. Gut. Einer von euch hört einmal auf. Wir brauchen noch eine Bogenschießanlage. Okay, Fragezeichen. Ja, brauchen wir. Ah, das ist Gold. Okay. Okay, die Day. Bist du? Ja, du bist fast da. Naja, da geht's schon los. Dann geben wir da mal ein bisschen Gas und schicken die Nahkämpfer nach oben. Jeder hat verblieben. Das ist dann eher semi-cool. Ebenfalls mit und baust da oben mal einen Vorposten zum Rekrutieren. Sind aber soweit ganz gut ausgestattet mit Rohstoffen. Ja, ich glaube 90 war das jetzt, ne?
Ja. So. Stopp einmal. Können wir passieren? Okay, können wir nicht. Aber ich finde es mutzdrum geil, dass wir hier die Trade-Möglichkeiten haben. Oh. Findet meine vollste Zustimmung. Und tschüss. Ganz interessant, Zoom-Stufen. Das ist mir fast aber ein bisschen zu weit weg. So, fangen wir mal an, ein bisschen was zum Bauen. Und du machst weiter hier vorne mit ein paar Türmchen. Respektive. Das Tor. Ich würde nur gerne wissen, wie man das drehen kann. Drehen. Ja, suche ich im nächsten Part. Oder suche ich zwischen den Parts. Das geht erstmal auch ohne. So frei nach dem Motto, ich bin mein ganzes Leben ohne ein Tor in Age of Empires 1 auskommen. Da werden wir nicht jetzt plötzlich anfangen, ein Tor zu brauchen. Ne? So, da haben wir noch zwei. Wo sind eigentlich unsere Burschen? Ah, okay, ihr seid eh immer noch hier unten. Dann wird es eigentlich fast Zeit. Wir sind jetzt einmal böse. Wir riegeln ihn jetzt hier mal seine Basis ein bisschen weiter ab. Weil so viele Zugänge braucht er eigentlich gar nicht. So viele Zugänge will er nicht. Wir sperren den Kaiser ein. Was gibt's noch für Spielzeug, das wir hier brauchen könnten? Schaut soweit echt alles gleich aus wie früher. Wie in Age of Empires 1. So, wir schnappen uns noch ein paar Bogenschützen und dann werden wir dieses Lager da drüben mal ausräuchern. Von euch stoppt einmal kurz. Wir brauchen auch einen Tempel. Tempeli, Tempeli, Tempeli. Das ist er da. Naja. Ey. Er hat das überlebt. Alter Friede. Wenn wir mal ein bisschen was rekrutieren, dass wir was da haben. Ja. Oh.
Okay, da kriegt er sowas selbstständig hin. Der kriegt es selbstständig hin. Herrlich. Macht Bock, muss ich echt sagen, ist steil und befriedigt auch so ein bisschen den alten Wunsch von früher nach neuem offiziellen Kampagnenfutter, muss ich sagen. Angriff. Sowas wie neue Römerkampagnen. Ich mache ein bisschen die Sounds leiser. Sowas wie neue Römerkampagnen habe ich mir früher längere Zeit gewünscht, muss ich sagen. Reiten. So, du kommst nach Norden, können wir ein Dorfzentrum bauen. Okay, vermutlich fehlt ein Regierungsgebäude dafür. Dass wir da nicht immer Leute nach Norden schicken müssen. So. Ein bisschen Action. Du eine Ahnung. Ah, wenn ich nur wüsste, wie es sich anfühlt, falsche Freunde zu haben. Mhm. Was immer du sagen. Mea Vololo. Mea Vololo. Okay, da kriegt man eine Balliste. Und da drüben ein paar Hobliten. So weit, so gut. Ja. Es hat sich ausgesteint bei euch. Ich habe doch irgendwo vorher noch Stein gesehen, oder? Oder? Da habe ich mich verschaut. Macht's mal beim Gold mit. Ja. Ein paar Einheiten. Du stehst nur da herum. Und noch ein bisschen mehr. Hiervon und ein paar Kavalleristen können uns auch noch gönnen. Die anderen Legionen natürlich auf jeden Fall auch. Nur würde ich jetzt mal vermuten, dass man mit den anderen Legionen über 50 Bevölkerungslimit uns pushen können dann. Mit den geschenkten Einheiten. So, Dorfzentrum.
Die ballern ordentlich die Katapulte, die Türme. Katapulte, sag ich schon. Priesterchen. Okay. Was natürlich ebenfalls noch eine Geschichte wäre. Waren ein paar Schweinwerfer. Dann können wir uns die Rebellenräuber gleich vorknöpfen. Wie gesagt, die Rebellenräuber oder Saturninus. Was leben. Ja. Die können wir uns dann direkt zum Angriff dazu holen. So. Du baust den Turm fertig. Dann gibt es hier die Upgrades. Okay. Kleine Zielverlagerung. Das Lager da oben nervt mehr. Mehrheiten. Gut. Selbiges hier hinten. Du heißt Edda. Und so gibt es den Wurf an euch. Und zwei von euch. Geht gut dahin mit den Rohstoffen. Bin ich eigentlich fast nicht gewöhnt, muss ich gestehen. Okay, habt ihr die Wölfe gesnackt? Ist okay, oder kannst. Genauso gut Bauer sein. Wobei man den dann natürlich. Da das Fleisch verrotten lassen würden. In dem Fall. Zweiter Priester wäre auch noch sexy. Ja, das hat sich gerade schräg angefühlt, das zu sagen. Keine Ahnung warum. Argo! 1 Punkte für Pferdeinheit und Kamilenreich. Euer einziger Feind, Domitian. Ein brutaler Kaiser hat weniger Freunde als das Sonnenmonster, das er gibt. Was immer du sagen, Verrat darf nicht geduldet werden. Ich habe den Sammelpunkt gar nicht verlegt. Breitschwertkämpfer ans Werk.
Ja, das wird er schon übernommen. Er soll ruhig unsere Türme zusammenschießen, das passt schon. Dann reagiert das hier an uns ab und nicht an ihn. Und Gold. Du machst ebenfalls einen Bauernhof und du machst hierzu. Kannst du. Ja, du kannst ihn reparieren, bitte sehr. Der hat nämlich 7 plus 2 und 8 plus 2. Der eine Reichweitenpunkt mehr ist wertvoll. Ah, das ist böse. Defensiv bitte. Gut, Leute. Wir werden beim nächsten Mal uns dieses Lager hier vornehmen und uns dabei auch gleich legionische Unterstützung sichern. Aber für den ersten Part soll es das mal gewesen sein. Gefunden 1. Ja, also nach dem ersten Part kann ich sagen, es macht eine Menge Bock. Es ist das... im Kern des alten Age of Empires 1 Gefühl mit einem neuen Mantel rundherum, kann man eigentlich sagen, würde ich eigentlich sagen. Wie schon gesagt, wie ich vorher erwähnt hatte, ein bisschen sowas wie ein wahr gewordener Traum, neue Age of Empires 1 Römerkampagnen. Schon klar, ist nicht ganz Age of Empires 1, aber es fühlt sich im Kern, wie gesagt, so an. Ja, macht megamäßig Bock. Ich freue mich auf alle weiteren Abenteuer. Für mich wird sie jetzt der zweite abendliche Part noch ausgehen und dann am Wochenende auch die erste richtige Aufnahmesession hier. Jo, ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ich finde auch die neuen Kampagnen und ich denke, ich werde auch ein paar Matches, vielleicht Zufallskarte, Skirmish mit den anderen Fraktionen von früher spielen. Jo. Ich hätte eigentlich erwartet, dass auch irgendwie die neuen, also die alten Kampagnen jetzt ins Neue ein bisschen irgendwie rübergebracht oder überführt werden. Aber ja, die Definitive Edition von Age of Empires 1 ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ich glaube, die ist 2018 rausgekommen. Naja, 5 Jahre. Ja gut, wir werden beim nächsten Mal herausfinden, wie es weitergeht. Wir werden uns die Rebellenräuber krallen und jo. Damit voll den geilen Fun haben, ey. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.